Okay, dann fährst du erstmal nach Capsuloni. So, du kannst nochmal vor allen Dingen ein bisschen vielleicht Zement. Ich habe echt nicht viel Zement. Warum? Neue Befehle? Wahrscheinlich, weil ich immer wieder was mitnehme. Oh, ich kann mal Messing mitnehmen. Ja, warum nicht? Ich habe hier so viel. Das Lager ist voll. Anscheinend produziere ich hier zu viel. Machen wir mal so. Nee. So. Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Schon wieder? Für was? Was ist das? Was ist das? What the fuck? Hey, lass uns einen Zaun bauen. Monument. Okay. Kathedrale. Das ist die Kathedrale von Anno 1404. 2,5 Millionen, Alter. Was? Die Kathedrale ist ein Ort der Andacht. Ihre Bevölkerung wird sich mehr auf ihren Glauben, weniger auf materielle Dinge der Welt konzentrieren. Der Warenverbrauch wird um 5% gesenkt und die Zufriedenheit um 5% erhöht. Auf der ganzen Insel? What? Also ja, scheinbar ziemlich weit auf jeden Fall. Okay. Was kostet mich die? 2,5 Millionen nur. Keine Arbeitskraft? Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Das ist aber sehr nett. Ich würde die vermutlich irgendwie hier bauen wollen. Bau angehalten. Ah, okay, doch, Arbeitskraft steht da noch nicht. Ach du Scheiße, ey. Boah, okay. Okay. Das kostet mich auch wieder super viel. Scheiße. Damn you. Okay, Kaugummis. Die neue Welt. Wir haben auch immer noch so diese Sache, dass wir Parfums zum Beispiel und Eiscreme als Lebenszufriedenheit haben, ne? Ist gar nicht nervig. Nee, nee. Wo könnten wir... Oh, warte. Ich hatte vorhin schon noch eine Idee. Lass uns mal bitte hier von der Piradin erstmal gucken, ob wir hier... Okay, du brauchst mich nicht. Ich glaube... Na toll. Willst du mich zum Narren? Schade. Genau. Bei den Routen. Wie sieht das aus? Hier hätten wir noch einen Platz frei. In Anbetracht von dem, was wir da hinbringen, macht das auch Sinn. Wir könnten Kaugummis damit machen, auf dieser Insel, denke ich. Und könnten halt im Zweifel noch ein anderes Schiff draufpacken. Was machen wir hier? Zucker? Mezcal. Aber Mezcal ist nicht so hoher Bedarf, ne? Kaugummis ja auch nicht. Ich würde es erstmal hier mit draufpacken.
Ich glaube, bis wir die Insel dann füllen, dauert es eh so lange. Das Problem wird jetzt wahrscheinlich sein, da. Ja, genau. Zucker machen wir hier ja sowieso. Kautschuk habe ich keine Fruchtbarkeit. Aber ich könnte natürlich mit einer Hacienda arbeiten. Damit könnten wir uns zumindest auch hiervon Platz einsparen wieder. Zumindest beim Zuckerrohr. Die kann ich doch hier... Habe ich hier auch. Okay. Ja, pass auf, lass uns das machen. So, wir haben, glaube ich, auch noch genug Material. Ja, die hat halt keine Range, ne? Ist klar. Dadurch, dass wir aber die Felder ja woanders bauen können, also... Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Attraktiver geworden. So. Guck mal, jetzt könnten wir, ja? Hier haben wir sogar eine... Erhöht die Effizienz von Sägewerken, Holzfällerhütten und Baumschulen. Let's go. Und zwar um wie viel? 20. Ja, nehmen wir, oder? 20% besser haben als brauchen, Leute. So. Ein Gläschen, Sir? Also. Wie viele Zuckerrohrdinger haben wir? 2. Korrekt? 2. Das heißt, wir brauchen auch 2 Farmen. Farmers. Ne, wir machen jetzt keine Hacienda-Module-Straße. Wir können ja auch so eine Straße machen, das ist egal. Ich hab doch schon alle Volkslieder gesehen, so. Dann einmal bitte Zuckerrohr. Zuckerrohr. Ah, darauf wollen sie sich jetzt also spezialisieren. Was macht der da? Wir müssen das Land erst vorbereiten. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Jetzt kann ich hier drüben Zuckerrohr bauen, voll geil. So, dann kann der weg. Der kommt weg. So, Schokolade kann ich hier nicht drinne machen. Aber natürlich Kautschuk. Und das ist das Geile, da brauche ich nämlich keine Fruchtbarkeit für, weil, ne, wie man weiß. Was führt sie des Weges? So. Das heißt, wir haben jetzt ja... Warte mal, mal eben überlegen. Wir haben jetzt... Erstmal nur optimiert. Wir produzieren jetzt innerhalb von... Mit Traktor gleich, ich glaube, 15 Sekunden oder was. Wir produzieren innerhalb von... Ich bin überfordert schon wieder. Hier. Ja. Das heißt, wir könnten auch noch ein Zimt-Dings machen. Zimt-Dings? Bums?
Wo ist der Traktor? Da hinten. Der kommt ja auf jeden Fall bis hier vorne. Geil. So. Zucker, aber muss in Strom. Dann brauchen wir ein zweites Rad mal hier irgendwie. Warte mal, lass das aber dann hier unten machen. Ich habe aber keinen Stahl dafür. Okay, ich produziere eh zu viel. Das heißt, ich brauche keine neue Farm machen. Ich brauche aber hier unten Stahl. Und vielleicht Segel, weiß ich gerade nicht. Nee, Segel nicht. Erwarten neue Horizonte. Aber mal ein Stack Stahl. So. Ah, der produziert innerhalb von 18 Sekunden. Warum? Warum nur 18? Ja, okay. Egal. Aber ich brauche mehr Arbeitskraft. Aber wir haben hier auch noch Obreros. Nein, Journaleros, die... sie hat eine revolutionäre Idee. Bauen sie 10 Häuser. Okay. Wild. Wilde Idee, Alter. Bodenmaler. Okay. Uns ja auch noch gar nicht mit so Schimbau oder so Kram beschäftigt, ne? Das ist verrückt einfach. Was wir nicht noch alles tun müssten. Kein schlechter Ort. Irgendwie mal zu sagen, wir wären fertig oder irgendwie sowas. Oder wir sind durch mit der Runde und wir haben nichts mehr zu tun oder es ist langweilig oder so. Das ist krass. Leute, haut mal raus, ob ihr glaubt, dass wir überhaupt, ob wir noch genug zu tun haben, bis das neue Anno rauskommt. Ich wette schon. Können wir so lange das hier spielen, bis das neue kommt. Ist das nicht verrückt? Das ist eigentlich wirklich verrückt, wenn man überlegt. So, ist das Schiff schon da? Nein. Ach, langsam erst, fuck. Warte mal, wie viel... Wir haben eine Versorgung aktuell... Von 14 brauchen 12. Ein bisschen was exportieren wir auch als Lebensqualität für Cap Trelawney. Das heißt, das ist nicht so schlecht. Wenn wir jetzt also sagen, wir bauen Kaugummis. Wir haben alles da, bis auf das hier. Wieso passt das jetzt nicht? Bin ich enttäuscht von... Wieso passt das wieder nicht? Das ist doch frech. Machen wir so. Okay, so. Jetzt haben wir zumindest... alles schon mal hier. Wir können das aber gleich noch in Strom stellen, weil dann, ja, ist das noch geiler. Okay, dann auf die Route bitte ein drauf. Genau, wenn wir hier dann mit der Route nicht mehr klarkommen, früher oder später, dann würde ich halt einfach sagen, wir...
Wir holen ein zweites Schiff dazu. So, was wir hier brauchen könnten, wäre natürlich irgendwie eine Art Markthaus, ne? Das stelle ich aber mal hier hinten hin. Weil dann haben wir hier noch den Rahmen, den Radius so ein bisschen für Gebäude, für Strom potenziell, für das Windrad. Die Menschen lassen sie hochleben. Okay, das heißt, Kaugummis machen wir. Ist das nicht geil, Alter? Ist das nicht geil, Mann? Okay, keine Bushaltestelle in der Nähe, das ist egal. Aber wieso? Wir produzieren so viel. Ah, wir produzieren ein bisschen Zitrus überhin. Okay, tatsächlich. Verrückt. Ja, wahrscheinlich haben wir auch Mescal ziemlich viel, ne? Mess, ja, 300 ist voll. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir nur ein Schiff haben, was hier unterwegs ist. Dadurch staut sich das hier. Wir produzieren recht schnell und wir verkaufen aber, oder wir fahren das nicht so schnell weg, weil wir es auch nicht so viel brauchen, glaube ich. Warte, wie viel produzieren wir? Sind das 5? Ne, 4. Wir haben eh nur Bedarf von 2. Also die brauchen echt nicht viel als Lebensqualität von den Sachen. Das heißt vermutlich, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden hier auch noch Eiscreme zum Beispiel draufpacken auf diese Insel, würde man das auch noch hinkriegen. Mit einer Eiscreme-Fabrik sozusagen, das alles zu beliefern. Wahrscheinlich sogar ohne Strom. Das könnte man sogar überlegen eigentlich, ne? Weil wenn ich jetzt gucke, wie viel... Ich habe ja noch echt einige Ingenieure so. Dem goldenen Schnitt. Und die haben hier den Mescal. Na gut, gibt jetzt auch nicht so viel. Na gut, 6 Leute ist halt schon viel. Aber, ja. Schwierig. Und die hier, ja, Parfum ist halt... Warte mal. Wie holen wir hier... Ne, das ist nicht die Route, die ich suche. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Enbesa Cap Trelawney. Okay, wir holen... Das ist alles für Lebensqualität. Wandteppiche. Was brauchten wir denn noch so ungefähr aus Enbesa für... Für den Stuff hier. Wir brauchen... Nee, Kirschholz kann ich auch noch gar nicht. Das kann ich noch nicht. Also Klavier kann ich nicht. Wanzerbretter bräuchten wir oder könnten wir nutzen. Hier müsste man halt dann auch mal schauen, was ist das Sinnvollste zu machen. Also Schmuck und Glühbirnen. Ja, okay. Aber wenn ich hier schon gucke, Brillen reduziert und Dampfwagen und deutlich mehr Einkommen, was sie generieren, schon nicht schlecht. Hier ist nochmal mehr Einkommen. Aber Heliumgas oder Arktisgas zu fördern, ist halt auch crazy. Und Einkommen ist eigentlich egal. Entscheidender ist halt wahrscheinlich die Rohstoffe. Und dann ist wieder das Entscheidende,
was ist schwer zu fördern, zu produzieren. Das hier zum Beispiel macht halt Sinn, wenn man das bei einem Kaufhaus macht, bei den Gelehrten zum Beispiel, ne? Verringerte Sachen nach Schuhen, vielleicht lohnt sich das dann. Allein vom Prozentsatz her ist das hier am besten. Mit den Staubsaugern. So, Wolle, Stahl, gut, Celluloid kann ich jetzt nicht einschätzen, wie schwierig dann aufwendig das ist.